So, bevor wir mit dem Bild starten, ein paar kleine Erklärungen. Eine Nachbarin von uns, eine gute Freundin von mir und der Mutter meiner Kinder, deren Kinder mit unseren Kindern, ne, gut befreundet sind, die hat mal vor ein paar Wochen zu mir gesagt, ja, sie findet meine Bilder schön, aber sie fände es toll, wenn ich mal ein Segelschiff malen würde und so ein bisschen Abenteuerflair vielleicht mit reinbringe und das Ganze dunkel sein. Okay, habe ich gesagt, na gut, mache ich mal. Und dann habe ich mal diese Skizze hier angefertigt, so als kleine Idee. Auf dem fertigen Bild werdet ihr sehen, dass noch ein paar andere Sachen umgeändert werden, zum Beispiel die Palme ist viel zu klein und so. Aber ja, die Idee ist also dahinter, hinter dem Bild, dass wir es A dunkel machen, und das ist auch die Schwierigkeit. Und nicht nur, dass es dunkel ist, man muss ja auch trotzdem das Schiff sehen können, man muss ja auch noch ein paar Details sehen können. Und das Ganze trotzdem. Also habe ich das halt natürlich in einer sehr, sehr dunklen, dunklen Sonne im Hintergrund gemacht, so orange-gelb und so weiter. Das werdet ihr dann sehen, mit ein paar Sturmwölkchen davor. Und ja, das Boot ist eigentlich ein klassischer Dreimaster. Ich habe das alles einfach so freie Hand skizziert. Und ich dachte halt, damit wir das ganze Abenteuerflair reinbringen, habe ich dann so eine kleine Inselandeutung und natürlich eine Südseepalme. Musste ich erstmal nachgucken, wie sieht eine Südseepalmenstamm aus. Ne? Weiß man ja auch nicht, weil es gibt so viele Palmenarten. Ja, und dann, was habe ich sonst noch? Jo, dann eben dunkel habe ich dann für sie erfüllt und eben Südseepia. Ich habe bewusst keine Piratenflagge gemacht, weil ich wollte, dass jeder selber hineininterpretieren kann, ob das jetzt einfach nur ein friedliches Segelboot ist von anno dazumal oder ob das ein Piratenboot von der Insel war. Egal. Ja, also, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Bild. Ich hoffe, es gefällt euch und dann bis zum nächsten Mal. Peace out. Ciao. Let me take you back again.